Es ist wieder soweit. Inas Nacht. Heute mit ganz, ganz großen Weltstars in unserem ganz, ganz kleinen Schellfischposten. Die Scorpions sind da. Ich kriege mich gar nicht wieder ein. Und mein Lieblingsschauspieler, den man fast eigentlich immer nur nackt in irgendwelchen Fernsehsendungen sieht. Heute ist er angezogen. Ich freue mich, Walter Sittler kommt. Und wir haben so schöne Musik, nicht nur von den Scorpions, sondern auch aus Norwegen. Heidi-Marie Westrheim ist da. Juhu! Publikum, seid ihr alle da? Ist bei euch alles klar? Gentiums, ist schön, dass ihr da steht, weil es ohne euch nicht geht. Holla the Wutvieh, ich bin aufgeregt. Sag mal, läuft die Kamera? Frau Müller, läuft das Bier? Mir läuft der Schweiß. Die Jungs, die jetzt kommen, sind echt heiß. Hast du dir noch eine warme Jacke mitgebracht? Darf ich mal Mikro abgeben? Weil man nicht weiß, was passiert hier drin. Man weiß es ja nicht. Hier drin ist immer warm. Ja. Wollen wir uns direkt hinsetzen? Ja, ja, kuschelig, ich hab das hier. Hi. Ich hab dir jetzt noch kleiner vorgestellt. Doch kleiner. Ja. Hallo. Hallo. Jungs, ich muss euch als erstes direkt was fragen. Okay. Ist es wahr, dass es den sogenannten Scorpions-Drink gibt, der aus Bier, Rotwein und Whisky besteht? Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das war mal, und zwar in der ganz harten Zeit. Nein, nicht als ich jung war, als man so in den 80ern, sagen wir mal, das Rock'n'Roll eben voll ausgelebt hat. Und speziell, wenn dann so Kollegen von US Priest kommen und sagen, lass uns einen trinken und kommen mit irgend so einem, sagen wir mal, ein Bierchen an und sagen mal, also jetzt ist aber Schluss. Jetzt machen wir mal einen speziellen Drink, und zwar einen Scorpions-Drink. Und der war dann auch so, dass die Party auch richtig erfolgreich wurde. Das Ganze wurde in den Fernseher gekippt, ne? Weil irgendeiner gesagt hat, mir ist so langweilig, ich wollte hier Fernsehen gucken. Und dann flog der Fernseher dann noch aus dem Fenster am Schluss. Wer hat denn von der Band immer den Fernseher rausgeschmissen? Du hast mal gesagt, am Ende ist es immer der Drama, der den Fernseher rausschmeißt. Am Ende ist immer der Drama. Es sind auch immer die Drama. Und in dem Fall war es auch der Drama. Irgendwo in Texas. Wo ist der Drama? So, da ist er. Yeah. Ja, ja, ja. Du, ich würde dich am Fenster stehen, Tränen in den Augen, deswegen sagen, Drama, so guten habe ich nicht mal zu Hause. Deswegen Drama und Drama. Ja, Drama und Drama. Ja. Ja, und die Plattenfirma war da, es gab irgendwas zu feiern, und es war in Dallas, Texas. Und irgendwie unser Drama kam rein und sagte, was ist das hier für eine langweilige Party? Und hat mal kurz den Kollegen gebeten, er soll mal die Tür aufmachen. Er wollte den Fenster ausschalten, aber die Tür ging irgendwie nicht auf. Und sie haben da irgendwie an der Tür rangerackert. Und der Kollege vom Label, der hat auch schwer mitgeholfen. Und irgendwann ist das Teil tatsächlich rausgeflogen. Und da war so ein Atrium vor dem Hotel und ist wenige Meter daneben. Da saß gerade irgendwie der Boss von dieser ganzen Kette, ich will jetzt keinen Namen nennen, der saß da zum Abendessen mit seiner Frau, und dieser Fernseher crashte daneben, was zur Folge hatte, dass die Scorpions dann für lange Zeit in dieser Hotelbrand. War das die Nacht, wo du in den Knast gekommen bist? Nee, das war vorher nochmal. Das war in Corpus Christi in Amerika. Da haben wir eine Party gehabt mit einem Mädchen. Ja, und irgendwie hat das einem nicht so richtig gepasst von den Security-Leuten. Und sagt, komm mal mit. Und ich sage, warum soll ich mitkommen? Ich wohne hier im Hotel. Und so, und ja, komm doch mal mit, ganz kurz. Und dann bin ich auch mitgegangen. Und dann, als ich in einem Büro war bei ihm, klickten ganz kurz mal die Handschellen, die Polizei kam. Und ja, es geht hier nicht so, wie du dich aufführst. Ja, dann bin ich dann in den Knast für 4, 5 Stunden. Obwohl, das war dann so,
dass ich da reinkam, da waren schon zwei andere oder drei, und zwar von den zwei Mexikaner gewesen, die standen auf und sagten, gibt's doch nicht Scorpions, there's no one like you. So, also egal, 4 Stunden im Knast gewesen, und dann sollte ich sogar noch bezahlen. Ja, normalerweise ja, da musste mein Tourmanager, der mich ausgelöst hat, noch bezahlen dafür, und dann wollten sie noch Autogramme haben. So, also, aber du warst die Nacht über im Knast, oder? Ja, das schon. Die Fans standen im Hotel, als sie ihn rausgeführt haben. Die Fans standen im Spalier und haben alle, let him go, let him go. Ist das niedlich. Und hast du dir im Hotel nicht Sorgen gemacht? Dein Freund Rudi war weg. Ja, vor allem nächsten Tag war das nächste Konzert, ne? Irgendwo am Ende der Welt. Und wer weiß, was da passiert im Knast. Wer weiß, was da so passiert. Weiß man nie so genau. Wir haben es mal geschafft, aber wie gesagt, Whisky, sowas trinken wir heute seit 90. Es hieß mal, früher gab es einen Spruch, der hieß, ich trinke sonst nie was. Nein, geht doch nie was. Geht nie was. Oder ich trinke sonst nie was, nur bei Scorpions trinke ich Chivas. So. Genau. Aber es ist vorbei, ist lange her. Frau Müller kommt nicht durch mit Alkohol. Komm, wir nehmen diese Gläser weg. Dunkel oder weiter hell? Oder ich nehme hell. Ich nehme hell. Ich nehme hell. Okay. So. Sehr schön, Jungs, wir können anstoßen. Aus dem Prost, Prost! Den habe ich gesehen in einem Video. Den hast du gesehen, ne? City, Night, City, Night. Big City Night. Hast du mal probiert? Schwer, ne? Ja. Also, 1, 2, 3, 4. Es macht was her. Das ist gar nicht so schwer. Richtig, genau, ja. Das ist toll. Stimmt es, dass ihr über 100 Millionen Tonträger verkauft habt? Stimmt diese Zahl? Also, wir haben es nicht nachgezählt. Die anderen sagen so. Auf den Gold- und Platin-Alben, die wir haben, können wir schon sagen wir mal sehen, dass wir doch um die über 100.000 haben. Also ist es nicht nur eine 100 Millionen, was war das jetzt? Ich bin durch den Kanal gekommen, ja. Ja, genau, richtig. Lustig, das ist eine schöne, ganz tolle Zahl. War es denn so, wenn wir mal ein bisschen bei der Kindheit anfangen, dass dein Papa dich relativ gefeatured hat und gesagt hat, komm, Segen, hier ist eine Gitarre, ich schenke dir eine Gitarre. Eltern es gar nicht so unbedingt wollten. Er hat mich nicht gepusht. Ich kam selbst auf die Idee, weil ich ein Moped haben wollte, genau wie Klaus auch, wie er mir mal erzählte. Und der hat gesagt, Kreidler. Kopf abfahren gibt's nicht. Und dann irgendwann kam ich mit der Gitarre an, weil ich Musik so unheimlich gern mochte. Und dann hat er gesagt, mach mal auf Gitarre, mache ich sofort. Deine Eltern mein haben Vater eher gesagt? Mein Vater hat eigentlich selbst Musik gemacht, aber nicht professionell. Mein Vater war Gärtner in den berühmten Herrenhäuser Gärten. Mhm. Und hat aber immer so mit Freunden am Wochenende, der Freund hat Gitarre gespielt, mein Vater Mandoline. Also wir haben Hausmusik gemacht und die Kids haben so, weißt du, mit den Rumba-Kugeln so ein bisschen dazu geshakt und ein bisschen mitgesungen. So bin ich aufgewachsen. Du nennst deine Stimme ja selber heute in der Saala Tenor, aber als Kind hast du für jedes glockenklare Ave Maria 5 Mark gekriegt. Das ist total viel. Das stimmt. Ich muss sagen, da gab es damals dann diese schönen Familienfeste und das war eine große Familie und immer so Weihnachten und so, all diese Familienfeste halt. Dann kam immer irgendwann und einer meiner Lieblingsonkel sagte dann, Klaus, sing Ave Maria. Dann wurde der Stuhl in die Mitte gestellt und ich erklomm die erste Bühne meines Lebens, so einen kleinen Stuhl. Und dann war ich natürlich total platt, als mein Onkel mir hinter 5 Mark in die Hand drückte und sagte, Junge, das hast du super gemacht. Und dann so, wie alt warst du? Ganz glockenklar wahrscheinlich, ganz glockenklar, ne? Ich schätze mal 7, 8 Jahre Aber oder du singst so. Ja heute noch, du singst ja, ich mag es gar nicht sagen, in meiner Tonart. Also das ist so hoch, das ist natürlich wahnsinnig ungewöhnlich. Das stimmt, aber ich sag dir, ich habe lange daran gearbeitet, gerade in der frühen Zeit, über die wir gerade sprechen, um meine Stimme wirklich zu trashen, weil ich fand John Lennon, weißt du, was shaking up, baby. Du wolltest eigentlich... So richtig rotzig, streetmäßig und meine Stimme klang so glockenklar. Und spätestens, als ich Rudolf getroffen hatte, war mit Ave Maria nicht mehr viel her. Rudolf, Schlitzohr, hat natürlich gedacht. Ging das volle Brett ab und da brauchte man so ein bisschen schon diese Rock'n'Roll-Stimme. Ja, aber der hat natürlich auch dein Potenzial gesehen, weil du weißt ja, ihr hattet dann irgendwann so eure ersten Erfolge und dann gab es auch diese Stimmband-OP, wo, glaube ich, klar war, du kannst bestimmt ein Jahr lang, geht jetzt nichts, kannst du nicht singen. Und die Band hat gesagt, da sage ich Hut ab, ein Jahr lang, wir warten auf dich. Das war Anfang der 80er Jahre, wo wir mit den Scorpions schon viele Jahre unterwegs waren. Und habe dann 2 Stimmbandoperationen gehabt, nachdem der erste Arzt mir sagte, was machen Sie als Sänger? Was machen Sie beruflich? Und ich habe gesagt, ich bin ein Rocksänger. Oh,
Da würde ich mir einen neuen Beruf suchen. Und hast du gedacht, du gehst wieder als Fensterdekorateur? Nee, habe ich nicht gedacht. Aber ich habe ich nicht gedacht. Hast du dich, Rudi, keine Sekunde. Starkstromelektriker gesehen? Nee, ehrlich. Da habe ich keine Sekunde dran gedacht. Aber ich hab, das war klar, das nicht, ne? Nein, ich hab Sänger gesehen in Hannover, in der Niedersachsenhalle und habe gedacht, Klaus, das hast du auch mal gemacht. So. Ja. Und dann bin ich zu Rudolf gegangen irgendwann und habe gesagt, weißt du was, ihr seid jetzt schon so lange mit diesem Album Blackout, bezeichnenderweise, im Studio. Und ich will den Laden nicht länger aufhalten. Sucht euch einen neuen Sänger. Und es war eine tolle Zeit. Und nicht in dem Moment, aber im Auto dann? Ja, im Auto dann. Klaus, bist du wahnsinnig, was hast du da getan? Ja, aber da habe ich auch aus der Familie sehr viel Unterstützung bekommen. Und natürlich Rudolf, der gesagt hat, weißt du was, dummes Zeug. Alles Bullshit. Du machst, was immer du machen musst, damit, bis deine Stimme wieder da ist. Wir warten auf dich. Wahnsinn. Dann kamen die ersten Erfolge und dann, finde ich, gibt es meine Lieblingsgeschichte. Irgendwann durftet ihr als nicht mal Vorband, sondern ihr habt gleichwertig, glaube ich, mit Van Halen 83 gespielt. Das war das Ass Festival Kalifornien 1983. Und zwar so eigentlich ein Woodstock. Ja, ja. Ja, über mehrere Tage. Und an diesem Rocktag hatten vor uns schon Ozzy Osbourne, Motley Crue, Judas Priest gespielt. Also das war schon Das war ein Partner von Steve Jobs, der es aufgezogen hatte damals. Ja, ja, ja. So, und wir stellen uns vor, 320.000 Fans freuen sich auf euch und auf Van Halen. Und Van Halen sagt aber, nein, ihr dürft unser ganzes Equipment im Sinne von, was haben die denn da, Pyrotechnik, Show-Effekte, Leinwände nicht benutzen. Natürlich. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben unsere eigene gehabt. Wir haben fünf, wir haben fünf Fighters gehabt, die von hinten über die Bühne fünf geschossen kamen. Ja. Ja, aber erzähl die Geschichte. Ihr durftet es nicht benutzen. Und da habt ihr natürlich mit den fünf Jets besprochen, dass ihr gesagt habt, okay, Van Halen geht kacken. Wir haben was ganz anderes vorbereitet. Ja, genau. Dann fängt es an, der erste Schreng. Ja, und da ging die Feuerwand hoch. Da und da wäre beinahe noch unser Ansager verbrannt worden. Der Ansager war unser Tourmanager in dem Fall, Bob Adcock. Und der ist auf die Bühne gegangen, so, Ladies and Gentlemen, all the way from West Germany. Und die Mama so, wow. Und so eine riesen Pyrowand ging vor ihm hoch. Und über die Bühne und über dieses ganze Tal flogen die Jets. Und das war aber so genial getimt. Ach du, zum Glück. Ja, sonst wär's natürlich anders in die Geschichte. War natürlich ein Hammer-Effekt. Ich denke, die Show hat uns diese Foundation in den 80ern gebracht? In Amerika wirklich ganz weit nach vorne gebracht. Weil ihr gesagt habt, diese verrückten Deutschen, das gibt's doch gar nicht. Aber wie toll. Ja. Sag mal, stimmt es, dass ihr auf euren ersten Alben noch eure privaten Telefonnummern draufstehen hattet, weil ihr unbedingt wolltet, dass die Leute anrufen und euch buchen? Nein, das war's nicht. Ich habe damals Management gemacht. Und diese Geschichte haben wir deshalb gemacht, weil wir brauchten ja Kontakte. Ja. Wir wollten ja nicht in Deutschland bleiben, bei Lonesome Crow zum Beispiel. Wir wollten ins Ausland. So, und dann hat man natürlich eins nicht bedacht, dass auf einmal eine verrückte Indie-Label, damals gab es auch schon Indie-Labels in Chicago, nämlich Billingsgate, die haben unser Album eingekauft und haben es vertrieben in Amerika. Ja. Und mit einmal kriegt man aus Los Angeles Anrufe und ey, man, when you come to America? Und so. Ja, das auch, war der Hammer. Und ich konnte nicht, und damals konnte ich nun gar kein Wort Englisch. Heute kann ich auch ein bisschen was. Sag mal, stimmt es, dass man in Brasilien manchmal hört, dass Menschen ihre Kinder rufen, Klaus Meine Rodriguez? Weil die ihre Kinder Klaus Meine nennen, in Brasilien. Ja, das stimmt. Und so, das oder stimmt. Sagen wir mal generell Südamerika. Ja, also die Fans sind einfach so emotional. Und nicht nur in Südamerika, aber in vielen anderen Teilen der Welt, wo wir so unterwegs sind. Aber da natürlich besonders. Und in Brasilien, das ist jetzt schon abgefahren, wenn irgendwie der Vater sein Kind ruft und sagt, Klaus Meine, komm hier. Rodriguez, Klaus. Das ist so lustig. Ja, ja, ja. Ja, und dann, das glaubst du natürlich nicht. Sagst du, ah, komm, die haben einen Scherz gemacht. Ne? Ja, ja. Und dann kommt er um die Ecke und zeigt dir den Pass von dem Kind. Irgendwie, ne? Ja. Ihr habt ja seit ganz vielen Jahren immer eine Frau. Du, glaube ich, zwei, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig. Und du eine, Gabi. ist es nicht so, dass in eurem Business, gerade so, wenn man auf der ganzen Welt unterwegs ist, hinter der Bühne alles voll ist mit den heißesten Groupies? Muss man dann immer wieder in die Garderobe gehen und sagen, hi, und dann mit dem Kopf immer gegen die Wand fahren. Nein, ich tue es nicht. Hallo!
Ist es nicht schwer? Wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir durch so viel, 1984 war es, 1984, wo wir durch unser Management so viel Bodyguards und alles Mögliche, die haben alles abgeschirmt. Das war für uns auf einer Backstage so langweilig, ja, dass wir gesagt haben, bringt mal hier ein paar Leute rein. Da, die Groupies sind im Grunde, die Groupies sind ja, die Atmosphäre hinter der Bühne. Es ist einfach geil. Du musst ja nicht alles nehmen, was du siehst. Du gehst ja auch nicht, wenn du jetzt irgendwie am Schaufenster vorbeigehst und holst dir alles raus. Das muss einfach, das ist einfach eine Atmosphäre, die gehört zum Rock'n'Roll. So, wenn eine gute gesagt, Frau hast. Wenn hinter der Bühne keine Groupies mehr rumlaufen, dann ist es vorbei. Richtig, das stimmt, so. Hast du recht. Und muss man, das heißt, man sagt so, man holt aus der ersten Reihe dann so Mädels hoch und sagt, das früher, ganz früher das machst du nicht, das machst du nicht. Weißt du, warum du das nicht machst? Ich verstehe das auch, weil das, sind deine Fans, das sind deine Fans. Aber Klaus, Groupies sind aber im Grunde nicht unbedingt die Fans, das ist der Unterschied zwischen Groupies und Fans. Die Groupies, das sind Frauen, die zu allen Bands hingehen und mit der Öffentlichkeit dieser Bands vor Ruhe machen wollen. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Fans und zwischen Groupies. Lass mal die Kollegen da draußen fragen. Ja. Habt ihr Groupies? Ja, aber wie? Sagt jetzt nichts Falsches. Da vorne. Da vorne. Ja. Das heißt, Touren, wie tourt ihr denn? Kommt Gabi mit? Kommen eure Frauen mit? Also in den alten Zeiten, als unsere Kids auch noch klein waren und so weiter, von Matthias und bei uns, waren so 85 war Nachwuchs angesagt. Und als die Kinder noch klein waren, waren wir auch familienmäßig, waren die Kids mit auf dem Tourbus und unsere Frauen und Partnerin mit dabei. Und dann irgendwann, wenn die Schule anfängt, dann irgendwann teilen sich die Prioritäten, verteilen sich die ganz ein bisschen anders. Aber das hieß, dann blieben die ja in Hannover und ihr seid in die und weite wir Welt. Wir sind natürlich weiter in die weite Welt, obwohl auch bis zum heutigen Tag ist eigentlich so, dass wenn wir sagen, wir spielen jetzt im Sommer in L.A. oder in Chicago oder wir sind in Las Vegas. Mein Sohn ist total alt jetzt. Der ist noch nicht alt, der ist total alt. 27. Naja, und arbeitet auch in der Musikindustrie. Der kann sich ja selber einen Pfannkuchen machen und wird wahrscheinlich arbeit auch in der Musikindustrie, die Hütte abbrennen. Ist gut drauf. Und Den könnte man alleine lassen. Ja. Und deine Kinder werden die Gitarristen? Ich habe keine. Du redest mal von Kindern. Du hast gar keine Kinder. Ich habe eins, vielleicht habe ich viele, aber ich habe nur. Ich weiß noch von einem. Du hättest ein älteres und zwei kleine neue, aber es ist nur ein älteres. Nein, die zwei Kinder. Die zwei, die du meinst, das sind von meinem Sohn, die Kinder. Ach so, Opa? So, ich bin Opa, ja. Doppelter Opa sozusagen. Rudi. Ja. Opa Rudolf. Muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut. Ich muss ja auch ein bisschen sagen. Ich meine, du bist 65. Ja. Entschuldigung, ich habe keine Fragen mehr. Also ich sage. Ja, guck mal, wie die Hüte hochgehen. Yay. 65. Wie alt seid ihr so? 45, gefühlte 45. Ja, aber normalerweise in deinem Alter singt man im Shantychor. Ja. Jetzt ehrlich. Also ich und steht ja, nicht mit einer Lederjacke. Ich habe mich ja nie an die Normalität gehalten, sondern ich habe immer versucht, einen Weg zu finden, der das verwirklicht, was auch wirklich in einem selbst drin ist. So, deswegen mache ich auch viel Meditation, weil nur so kommst du an dich selbst heran und musst nicht das machen, was andere von dir erwarten. Und da freue ich mich jetzt. Stimmt es, dass dein Papa irgendwann gesagt hat, du bist so nervös, dass du schon immer beim sich melden, bist du immer schon vom Stuhl gefallen? Ja, das war der Lehrer. Und später hat er gesagt, als du Pickel hattest und dir Klerasil drauf gemacht hast, mach Vater. Mal Yoga. Das war mein Vater, ja, stimmt. Und dann haben die gesagt, mach mal Yoga, der Junge ist zu dynamisch und hektisch. Ja, das war gut. Da warst du 7 oder 14 oder so. Ja, ich war irgendwie 10, glaube ich. 10? Ja, genau. Warst du 10? Das heißt, da kannten wir das Wort Yoga noch gar nicht. Ja, das hier ist der war ziemlich weit voraus. Und unser früherer Bassist hat sich immer lustig darüber gemacht. Und irgendwann bin ich mit ihm in einem Auto an einem Zebrastreifen musste er stoppen, weil so eine alte Dame ging da so über den Zebrastreifen rüber. Und da sage ich zu dem Bassisten, sage ich, pass mal auf, jetzt weißt du, warum ich Yoga mache, weil ich eines Tages nicht so über den Zebrastreifen laufen will. Und das hat bis jetzt geholfen, wie man eben sieht. Ja, man ist dynamisch, man ist noch dabei. Die Musik hat geholfen, ein gutes Umfeld hilft. Das heißt, die Philosophie, Freunde um sich zu haben, Musik zu machen, etwas erleben und freudig etwas den nächsten Tag zu erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Machst du auch Yoga, Klaus? Nee. Ich mache Gesangs-Yoga. Also ich habe meine
meine ganze Philosophie. Ist das nicht immer das? Ja, ja, nee, ich habe nach dieser Geschichte damals, als ich meine Stimme verloren hatte, da habe ich mich dann natürlich mehr damit beschäftigt und mir diverse Warm-up-Programme, dass ich meine Stimme, also das Instrument, dass ich besser auf mein Instrument acht gebe. Und wir mal singen jetzt. Ich freue mich so. Ja? Ich durfte mir ein Lied wünschen, Where the River Flows, ist ja mein Lieblingslied von euch. Okay. Und wollen wir denn mal aufstehen und gucken, wie von Zauberhand eine ganze Band da drüben sich aufgebaut hat. Begrüßen wir Millie Scobbins Band! Ich glaube, wir könnten das am besten so regeln, dass ihr euch hier oben raufsetzt und wir reichen dir eine von deinen 200 Gitarren an. Genau. Das ist auch sehr, sehr schick, was du da gerade machst. Ich muss mich auch ein bisschen... Guck mal, sind das Yoga-Arme? Voll toll. Du entmutigst aber auch jeden 65-Jährigen hier jetzt gerade in Deutschland. Ich würde ganz gerne einmal dich... Hallo Matthias. Hallo Ina, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, wie geht es dir? Mir geht's hervorragend. Und du bist der musikalische Head. Weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall bei diesem akustischen Projekt habe ich einiges dazu beigetragen. Natürlich mit meinen Freunden von der schwedischen Luxury Orchestra House Mafia. Und die Schweden, weil die so gut sind. Die sind gut, sie sind unsere Freunde, sie sind unsere Produzenten der letzten beiden CDs gewesen. Ohrwurm-Maker, sagt man. Und sie sind musikalisch so vielfältig. Wir nennen sie die Swiss Army Knives. Also die haben so multifunktionale Dinge. Da sagt der eine, ich spiele eben mal die Harmonika oder das Akkordeon oder die Gitarre oder Klavier. Ist vollkommen egal. Weil er spielt zum Beispiel, nimmt die Gitarre schon gar nicht mehr hoch, wenn er spielt. You have the guitar on your knees. It's a special guitar. Or is it kind in Sweden to play the guitar? No. It's more in Hawaii, actually. So it's a bit far from Sweden, yes. So you were in Hawaii, good drugs, and then you give me my guitar. It looks very nice, but I know that the song sounds very, very good, and I'm looking forward to do the song now. And I'm a bit proud. Dass ich mitsingen darf. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Wir legen los. Everybody on? One, two. Suburban skies, where life is bleeding, where concrete skies are gray, there's plenty of room for dreaming. I say keep coming here, follow those traces. I travel back. You find me, you find me, you find me.
Alter Schwede. Dankeschön. Thank you. Jetzt bin ich gespannt. Mann, jetzt die Bierdeckelchen. Hast du die schon? Das sind zu viele. Wo fängt denn das an? Aber seid richtig geschrieben, das finde ich schon mal immer toll. Viele schreiben ja, seid ihr immer schon mal mit T. Ja, ja, ja. Seid ihr wie ein altes Ehepaar ohne Sex? Oh Gott. Ja, wie ein altes Ehepaar ist... Ja, aber wir sind ein altes Ehepaar mit Sex, weil Sex ist unsere Musik. Genau. Und da aber guckt ihr euch dann manchmal auch an, so beim Musik? Weißt du, jetzt erzähl ich dir mal Geschichte. Augensex. Ina? Nein, Musiksex. Yes. Okay. In den frühen Jahren im Dirk-Studio, als wir unsere ersten Platten so gemacht haben, in der Nähe von Köln, da gab es so ein Gästehaus für die Musiker. Und da haben wir uns, ob du es glaubst oder nicht, da haben wir uns ein Doppelzimmer geteilt. Wir waren den ganzen Tag im Studio. Mussten wir. Rudolf und ich sind abends sind wir in unser Doppelbett gestiegen und haben die Songs für den nächsten Tag besprochen. Ja. Und dann nach dem Motto, wie bei den Waltons, weißt du? Jetzt, wie ist es jetzt? Jetzt ist es anders. Jetzt spiele ich Gabi meine neuen Songs vor. Dann sagt Gabi, super, dann darf die Band nicht wissen, dass Gabi mal wieder gesagt hat, dass der super dann, ist. Gabi ist dann die Erste, die es hört und die dann auch sehr kritisch sagt, das gefällt mir und oder eben auch nicht. Bist du beleidigt, wenn sie sagt, gefällt mir nicht so? Schon nee, aber ich weiß ja, dass wenn sie ihre Meinung dazu sagt, dann, weiß ich, dann kann ich da 100% drauf vertrauen. Weil sie dich ja liebt. Sie will dir ja nichts Böses. Sie will dir nur helfen. Aber Rudolf liebt mich ja auch. Aber sag manchmal auch im Tourbus, dass du sagst, Rudolf, ich will ja nichts sagen, aber ich finde, dass das Solo heute ein bisschen lahm war. Heute nicht mehr, weil heute, wir sind so was von fixiert zueinander, dass mir heute einfach jeder weiß, kann sich verlassen, dass der eine und der andere das Beste in der Band für die Band tut. Und das ist genau der Punkt, da muss man nicht mehr groß darüber diskutieren. Früher, in den alten Zeiten, als es noch diese Kabelmikrofone gab, weißt du, am Kabel, heute ist ja alles mit Sender und so weiter. Und ich war ja auch immer so einer, ich habe immer auch gerne diese Mikrofone rumgeschleudert, total so wie so Bilder. Und da ging nach der Show, der eine oder andere musste ins Krankenhaus direkt zum Nähen gefahren. Ist dir das auch manchmal abgeflogen? Ist nicht abgeflogen, aber der eine oder andere, der in diese Linie kam, der hat das immer in den Kopf gekriegt. Aber du hast ja Dinge auf der Bühne gemacht, die und sind ja unvorstellbar. Und direkt genäht werden. Aber weißt du, was die Crew mal gemacht hat? Die machen ja, wir spielen immer so Streiche. Wenn irgendwie lange Tour ist und das letzte Konzert kennt zwischen auch, dann denken die sich irgend so einen Scheiß aus. Und ich habe damals hab das Mikrofon gesteuert, habe es hochgeschmissen und denke, ne, gleich kommt es irgendwie runter. Und wenn es irgendwie runterkommt, aber es kam nicht wieder runter. Es kam nicht wieder runter. Wie haben die das gemacht? Es kam, die haben da oben so Fischernetze hingehängt. Oh, mit dem Kescher das Ding. Ja, oh, ja, ist das witzig. Und das Mikrofon ist oben hängen geblieben. Und ich stand da unten und habe gedacht, wo kommt es? Aber es kam nicht wieder. Aber das ist so witzig. Aber das war wilde Zeiten. Ich erzähle mal ganz kurze Geschichte. Anfangszeit, lange vor Rammstein, haben wir schon Pyrotechniker gehabt. Also total durchgeknallter Typ, der sich alle möglichen Sachen ausgedacht hat. Der nachmittags vom Gig hat er von seinen alten, abgewrackten Mercedes oder was es war, den Kofferraum aufgemacht, lag ein Staubsauger drin, irgendwelche merkwürdigen Geschichten, Schwarzpulver, alles Mögliche. Unter anderem zauberte er einen Zylinder raus und hat gesagt, Klaus, dieser Zylinder habe ich oben so ein bisschen den vertieft. Da drin ist Schwarzpulver, den kann man scharf schalten und den kannst du bei der Show, als Höhepunkt der Show, kannst du diesen Zylinder tragen. Ich dachte, das ist ja cool. Ja? Und hab diesen Zylinder, pass auf. Gehört aber auch viel Vertrauen dazu, oder? Ja, viel Vertrauen. Er war ein durchgeknallter Typ, aber ein cooler Effekt war immer gut. Und der lag am Ende der Show lag der dann auf dem Drumreiser. Ja, und da war so eine kleine Kontrollleuchte. Und wenn die blinkte, dann war das Ding scharf. Da wusste man Bescheid. Okay, dann habe ich mir diesen Zylinder geschnappt, so meinen Rock'n'Roll-Zylinder. Und wir haben irgendeine Rock'n'Roll-Nummer, irgendeinen Klassiker gespielt. Am Schluss ging es. Und da sollte das Ding hochgehen und ich stand da, aber nichts passierte. Nichts passierte. Und das Ding war scharf und nichts passierte. Und das war der letzte Song. Passiert. Das war der letzte Song. Pass auf. Und ich gehe von der Bühne mit dem Teil und hab das in der Hand. Und der Typ steht da und ich sage, was ist das für ein Scheißding? Das funktioniert ja gar nicht. In dem Moment macht er BOOM! Und in der Nacht komme ich nach Hause und Gabi sah, riecht aber irgendwie angebrannt hier.
das glaube ich. Aber ich muss auch sagen, so viel Vertrauen könnte ich, glaube ich, zu keinem Menschen haben, dass der mir so nah die Pyrotechnik aufs Haupt hat. Der Typ war gut. Also der kam, war auch mit uns, einer von den Leuten, die mit uns mitgefahren sind, mit uns diskutiert haben. Und dann hat er unser Vertrauen gehabt. Also es war ein großes Vertrauen, aber er war auch wirklich gut. Er hat auch mal, er hat so eine Spur gelegt, Schwarzpulver, auf der Bühne in Hannover. An unserer frühen Shows in der alten Ehrwürde in Niedersachsenhalle. Wir hatten viele Freunde eingeladen, weißt du, Hannover Heimspiel, Gäste, die Eltern waren alle da, weißt du, alle waren da, Families und so weiter, alle da. Mit weißen Jacken. Mit weißen, weiß, fein gedresst, standen auf der Empore, dieses Scheißding geht los und es macht Boom. Und die hatten alle Ruß in der Nase. So die und die Jacken waren schwarz-weiß. Die finde ich sehr lustig. Waren eure Frauen euch immer treu? Die finde ich witzig. Das ist witzig. Hey, 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 hey. Ich muss jetzt darauf bestehen, dass wir unseren nächsten Gast holen. Was ich aber auch gerne tue, weil sie ist ganz, ganz toll. Sie kommt aus Norwegen und sie heißt Heidi mit Vornamen. Heidi. Und sie hat aber einen zweiten Namen, der heißt Marie. Und der dritte ist Westreim, das heißt, begrüßt bitte mit mir Heidi Marie Westreim! Hallo! Hallo! Heidi! Hi! Yesterday you had a gig in Norway. Yes, and as you know, Norway is a very big country with lots of mountains. Yes. So it took me 7 hours to get to the gig and then 3 hours to get to the airport. And 10 hours to come over here. Yes. And now, because you have to do this song with me, because I love this song, Blind. Yeah. So very, very, very much how we say in Germany. Yes. What would you say in Norwegen, in Norway? Veldig, veldig, veldig. Veldig, veldig, veldig. Ja, veldig, veldig, veldig. Heidi, ich freue mich. Me too. Me too. I will sing with you a little bit. Yes. I won't forget, but I'll forgive all the times you came around my house and asking me to stay awake just so you could come and take what you asked for. I can't believe you never told anyone how you felt before you lied.
with you. I have a question. We have a next guest now, yes. And I would like to bring him in. Is it possible to go in the and we hol ihn dann rein? Hello, hello. Heidi, it was a long flight for you, yes, over the Norway mountains to come over here. Very beautiful. It's your applause. Heidi Marie Westray. Thank you very much. Hier geht's direkt weiter. Es lag an den Antworten, du wärst schon viel eher da gewesen, aber es war so spannend, ja. Es ging nicht anders. Ich kann nur sagen, die Scorpions als Vorgruppe, da wartet man schon mal eine Stunde. Das ist kein Problem. Wisst ihr, was wir machen? Das. Wir saufen weiter. Ich rutsche durch. Hey, hey! Ich komm jetzt hier. Du kommst daneben. Geht alles so? Ja. Guck mal, ich leg die eure Fragen wirklich so ein bisschen jetzt hier hin. Ich kann ja deren Fragen beantworten, dann geht's schneller. Ja, it's really eng. It never was so eng as today, like today. Das ist noch hier, die haben wir alle schon gehabt, aber jetzt bist ja du dran. Ja. Sag mal, stimmt das, wenn ich eben, wo ich gesagt habe, der am häufigsten nackte Schauspieler im deutschen Fernsehen, ist das heute noch so? Ja. Wir haben 9 Jahre lang eine Comedy gespielt, die ist Nicola mit, für RTL. Und wir hatten einen Regisseur, der gesagt hat, es gibt in dieser Serie keine nackten Frauen, aber nackte Männer. Und das war's immer. Und wir hatten auch nackte Frauen, aber man hat sie nicht gesehen. Man hat immer nur den Rücken gesehen. Alle haben geschworen, ich habe die nackt gesehen. Stimmt nicht. Nur die Männer. Aber dann Knall von vorne, wenn schon, denn schon. Ja. Und war dir das nicht unangenehm? Ich hätte mal gedacht, du wärst ein wahnsinnig seriöser Typ, der bei Nacktheit sagt, ja, nee, mache ich nicht. Aber in der Serie warst du ja auch sehr lustig. Das war ja nicht ich. Das war ja der Schauspieler. Das war der Schauspieler. Das kann man den so unterscheiden. Ich auch nicht so gut. Ja, ja. Aber man sieht ja dein Pimmelchen, wenn du nackt bist. Das sieht auch nicht viel anders aus. Das ist ja dann doch deins am Ende. Wir können mal gucken, ob die so verschieden sind. Nein, sowas sind. Machen wir jetzt nicht. Das wäre mir persönlich jetzt too much. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das freut mich auch immer. Warum die Leute so viel Wert drauf legen, ob nun einer so oder so ist. Ich meine, Natur ist im Grunde das Beste. Ja. Genau, ja. Über Größe reden wir ja auch schon lange nicht mehr. Das ist doch total idiotisch. Das ist im Grunde nichts anderes als irgendwo protzen oder weiß ich also was. Beim Bier kann man schon über Größe reden. Also. Absolut. Es gibt eine Größe, die mich bei dir sehr fasziniert hat. Also sogar eine Länge, kann man sagen. Eine Länge, ja. Die ist auch körperlich. Was kommt jetzt so? Deine Schuhgröße 50. Oh. Ja, das ist, ich falle nicht so leicht um. Das ist stattlich. Ja. Du bist in USA geboren, das wusste ich gar nicht. Ja, ich bin in Chicago geboren mit 2 Chicago? Colts. Ja. Habt ihr da gespielt? Oh, ja. Mit 2 Colts? Natürlich habt ihr in Chicago gespielt. Ja, wir haben in Chicago oft. Also die waren wahrscheinlich länger in Chicago als ich, weil ich war ja ganz klein. Und dann sind wir mit den Eltern sehr rasch raus, also 2 Jahre, von 0 bis 2. Aber du bist ja schon mit 6 dann nach Deutschland gekommen. Ja. Und hast du denn schon Englisch gesprochen oder nur Englisch gesprochen und dann mit 6 nach Deutschland? Ich habe damals nur Englisch gesprochen, aber mit 6 lernt man das ja sehr schnell. Und in Bayern, die sind ja auch recht rigoros. Ich konnte sehr schnell du Depp, das war das, was man zu mir sagte auch. Und dann habe ich nur noch Deutsch gesprochen. Und dann konnte ich kein Englisch mehr und damals hieß es noch Oberschule, da habe ich dann wieder Englisch gelernt und jetzt geht's ganz gut. Aber also, ich verstehe eure englischen Songs ganz gut. Okay. Hast du einen amerikanischen Pass? Ja, ja, ich bin ja Amerikaner. Ah, bist du Amerikaner? Ja, ich bin Amerikaner. Also ich kann nach Amerika gehen, ich kann den Präsidenten wählen. Wobei jetzt im Moment ist es ja ein bisschen blöd, die haben ja kein Geld mehr. Also. Aber Walter Sittler ist so ein deutscher Name, ne? Ja, Walter Sittler. Walter Sittler. Walter Sittler. Walter Sittler. Es gibt Walter Sittler. Es ist ein elsässischer Name und die sind Mitte des 19. Jahrhunderts ausgewandert aus dem Elsass nach USA. Waren Tagelöhner, das bin ich heute noch. Das Lustige ist, du wolltest ja dann, als du älter warst, eigentlich Medizin studieren. Hast du dich ganz lange, also Abi gemacht, in Medizinstudien, hast dich eingeschrieben, keinen Studienplatz gekriegt. Keinen Studienplatz gekriegt, ja. Gewartet, aus Langeweile nach Peru gefahren, weil deine Schwester schon mal da war. Genau. Und dann die Medizin kam später. Ich war erst,
habe ich die Bundesrepublik verteidigt als Soldat. Ach echt? Ja, ich habe ganz brav Wehrdienst gemacht. Ich bin du hast in Schwanewede, das finde ich so witzig. Du warst ja auch? Ja. Du hast in Schwanewede? Nee, ich war südlich von Kassel in Rothenburg-Fulda. Ich bin aber Offizier geworden. Und du? UA. Immerhin. Aber. Unteroffizieranwärter. Aber, Walter, ich habe mit dem Drummer von, dem Peter Behrens, dem Drummer von Trio, wir haben zusammen Musik gemacht, zusammen beim Bund. Super. Und der war auch UA, war der Obergefreiter oder was? Egal. Der ist immer ausgebüxt, wurde immer wieder eingelocht. Ich muss dich was fragen. Ja. Möchtest du dich nicht hier auf dem Hocker setzen, weil dann bist du näher dran, du bist so weit weg. Ich krieg dich da gar nicht mehr mit rein. Mir macht's auch so Spaß, aber... Ich möchte gerne, dass wir zusammen reden. Um das kurz zu beantworten, dann war Bundeswehr, dann war ich in Lima, weil ich dachte, dort würde ich rauskriegen, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das hat nicht funktioniert. Du hast mehrere Jobs da gemacht. Erstmal habe ich mit einem Mechaniker, haben wir die Maschinen gewartet, da war ich sein Gehilfe. Ja. Das waren so Spinnmaschinen, dann war ich in der Spinnerei. Wo die Sackleinen gesponnen werden. Dann war ich Sekretär in einer kleinen Firma. Toll. Und dann habe ich eine Firma, die zugemacht wurde, sollte alles auf Spanisch, ne? Hablamos español. Wahnsinn. Yo tengo un teléfono. Könntest, auch wenn es hier nicht mehr läuft, als Schauspieler nach Spanien gehen. Wenn ich dann eine stumme Rolle habe, jederzeit. Kein Problem. Was ich auch glaube, ist, ich habe noch nie an einem Tisch gesessen, wo so viele Männer in dem Alter, wie ihr seid, sitzen, die alle schon so ewig mit ihren Frauen auch zusammen sind. Du bist ja auch seit 129 Jahren mit deiner Frau verheiratet. Noch nicht lang genug, sage ich dir. Immer noch nicht lang genug. Oh. Das wäre auch mal ein Applaus wert. Es ist echt schleimig, was du da abfährst, muss man sagen. Nein, aber sehr lang. 25, nee, wie lang? 30? Nee, wir haben dieses Jahr war 28. Das steht irgendwo, 28 aber frag mich nicht. 28 Jahre. Ja. Ich bin auch schon wieder 10 Jahre mit meiner. Ja, das ist natürlich, du kommst da natürlich ein bisschen kurz weg. Du warst natürlich vorher 48 Jahre in einer ersten Folge. Ich finde, bei Rock'n'Roller sind 10 Jahre. Wie 100? 50. Ja, genau. Ihr habt ein großes Handicap. Ja, es ist doch auch so. Nein, wir haben kein Handicap. Wir haben alles, was wir brauchen. Nein, aber es geht ja um Angebot und Nachfrage. Und als Rock'n'Roller und Schauspieler hat man natürlich wesentlich mehr Angebote und Nachfragen. Es geht nicht um Angebote und Nachfrage. Nee, doch, darum geht's auch. Das stimmt, das stimmt. Das läuft hin. Wenn du es so nimmst, bist du ein Geplagter. Und du musst genau wissen, vom Gefühl her, wer zu dir passt. Manche Sachen verschleißen sich und manche Sachen passen dann wieder zusammen. Und so muss man das Leben Man muss auch Glück haben, das finde ich auch. Ja, stimmt. Ja. Ihr wart natürlich in eurem Leben auch, sowohl du als auch ihr, immer sehr, sehr viel unterwegs. Ihr wart viel in Südamerika, hast auch ganz Deutschland gespielt. Die ersten 10 Jahre der Ehe war ich Kriegt ja keiner mit, wenn ihr irgendwo rummacht. Das glaubst du? Das glaube ich. Bei mir gab es ja sogar, hat meine Frau mal einen Brief bekommen, da habe ich in Köln gespielt, haben wir Nikola gemacht, das war glaube ich 98, kriegte sie einen Brief aus Düsseldorf. Wissen Sie eigentlich, was Ihr Mann in seiner Freizeit macht, mit wem der alles rummacht? Ja. Oh Gott, deine arme Frau, das ist aber gemein. Das war hart. Und dann hat sie gesagt, nein, ich liebe dich, ich vertraue dir. Das war hart. Sie vertraut mir dann schon, aber das war hart, weil das war natürlich anonym und ich habe gesagt, jeder, der anonym schreibt, schmeiß es weg, schmeiß es sofort weg. Ich schmeiße auch alle anonymen Briefe weg, ich lese sie nicht, weil anonym ist feig. Das sind Feiglinge, ja? Ja, genau, richtig. Das ist sinnlos. Na, heute läuft das ja alles übers Internet, oder kriegst du noch Briefe? Es gibt nur Fernbriefe immer noch, ja. Aber meistens Autogrammanfragen. Ich hätte gerne ein Autogramm von Ihnen. Meine Oma wird 70. So. Du hast mal gesagt, man soll die lieben, die einem ähnlich sind. Das Leben ist schon schwer genug. Ja, das ist natürlich nicht von mir, das habe ich geklaut, weil wir haben doch mit Literatur zu tun. Das ist von einem ganz wunderbaren Autor von Tschechow, der sagt, natürlich, Gegensätze ziehen sich an, das ist gut, aber das hält nicht lang, der Druck wird zu groß. Ja? Und wenn du jemanden hast, mit dem du einen Tag lang nicht reden musst, ohne dich ungemütlich zu fühlen, halt den fest. Ja, gib den nie wieder her. Weil dann funktioniert es. Man darf nicht nach 5 Jahren sagen, boah, der schmatzt. Und der andere darf nicht nach 7 Jahren sagen, der stinkt. Oder lass dich nicht gehen. Oder laber nicht so. Oder das konnte ich noch nie ertragen. Ich glaube, wenn du, dich bewusst auch beobachtest und auf dem Level bleibst und weiterhin duscht, glaube ich, dann... Ja, aber es ist so. Du musst den anderen riechen können. Richtig, genau. Du musst ihn riechen. Ich glaube auch, zumindest bei mir, bei Männern, glaube ich, auch bei mir war das auch so. Ich hatte so ein Bild, wie die sein soll. Ja? Und alle, die in dieses Bild passten, das war gut erstmal und dann nach
Wenn man dann redet, dann merkt man, das passt alles irgendwie gar nicht. Das Bild stimmt, der Inhalt ist falsch. Das heißt, der Geruch und, stimmt? Nee, alles stimmt, also das ganze Aussehen und die Haare und alles schön. Und ich hätte meine Frau, als wir dann geheiratet haben, ich hätte sie 5 Jahre vorher überhaupt nicht gesehen. Ich hätte sie nicht mal wahrgenommen, weil die völlig aus dem Raster fiel. Ja, und ich musste das Raster loswerden. Das hat lange gedauert, als ich dann sagte, die Guten sind eh schon weg, da war ich schon 30, das ist eh schon weg, jetzt ist mir auch egal. Ja? Da hab ich mir gedacht, mir wurscht, ich mach das nicht. Ja. Da habe ich sie überhaupt erst gesehen. Das war Schicksal. Gabi und ich, die Frage kommt ja immer wieder, wie lange seid ihr denn verheiratet und Rock'n'Roller und bla bla bla. Ne? Und wenn du dann sagst 36 Jahre, dann sagen wir immer, darf ich nicht sagen, ist ja geschäftsschädigend. Es ist für Rock'n'Roll auch ein bisschen. Für Rock'n'Roller wir sagen es immer aus Spaß, ja. Aus Flachs, wir flachsen damit rum. Aber es ist im Grunde doch eigentlich, dass man versucht in seinem Leben, dass man als Musiker die Karriere, die wir gemacht haben, ist das eine, aber dass man trotzdem auf der anderen Seite auch versucht, auf der privaten Seite eine Balance zu finden, wirklich, wo man auch die Chance hat, gemeinsam als Team durch so eine Geschichte durchzugehen. Und nicht nur dann, wenn es was zu feiern gibt, sondern gerade dann, wenn es auch mal schwierig ist und wo du weißt, wenn du einen Partner brauchst, dann ist das ist meistens, wenn du am Boden liegst und wenn du gar nicht weißt, den Kopf in den Schoß legen. Wo es lang geht. Und dann brauchst du wenn du das gemeinsam meistern kannst, dann ist irgendwas nicht so schlecht gelaufen. Oh mein Gott, ich sitze hier voll in der Therapiegruppe. Ich habe so viele neue Erkenntnisse. Hey, 1, 2, 3, 4! Ja! Das ist Thema. Ganz toll! Das ist Thema! Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Und wir singen jetzt. Wir singen jetzt. Ja. Jetzt gehen wir da mal raus. Okay. Das ist ein ganz, ganz schönes Lied von Tom Waits. Fish and Bird oder Birds and Fish? So, oder Fish and Chips. Genau. Ja. Das denke ich natürlich. They brought around for the sailor, and they heard his tale of a world that was so far away, and the song that we've never heard. A song of a little bird that fell in love with a whale. He said, you cannot live in the ocean. And she said to him, you never can live in the sky. But the ocean is filled with tears, and the sea turns into a mirror. There's a whale in the moon when it's clear, and a bird on the tide. Oh, please go. Geben wir mehr. Dankeschön. Danke. Die Geschichte, das war ganz, ganz schön. Habt ihr Bierdeckelchen eigentlich schon geschrieben? Komm. La 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 la. Hallo. Hallöchen.
Walti. Walti, das ist ganz neu. Hattest du heute Nacht Lockenwickler drin? Oh, ja, das sieht so aus wie so große Wickler, wenn Frauen sich große Wickler reinmachen und einmal schütteln. Nee, ich muss, das, die sind so. Ich habe normalerweise viel kürzere Haare. Und für den Film, wo ich jetzt dabei bin, mit Maren Kräumann zu drehen in Berlin, wollte ich einen anderen Typ spielen, habe ich sie wachsen lassen. Die Haare sind einfach so. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut. Jungs, jetzt ja, mal findet ganz ihr das auch? Ehrlich? Ja. Ach, guck mal, wir machen mal in den Prost, Max, ne? Ja. Hammer. Prost, Prost. Auf die Haare. Prost, Prost. Das ließen wir mit 1, 2, 3, 4. Hau dir kein Schwert ab, hau ihn nicht so kurz ab. Blut, Blut, Stumme, Sohn, da der Männer passen kann. Ja. Prost. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein! Müssen wir jetzt Ex oder was müssen wir jetzt machen? Einfach nur trinken. Ja, nee, wir nicht Ex. Nur die Jungs Ex. Wann rastest du mal richtig aus? Also wenn richtig ausrasten, das passiert sehr selten, aber meistens dann, wenn Zeit verschwendet wird durch Dummheit, ja, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Wenn Leute nicht vorbereitet sind, ja, man kommt zu einem schweren Drehtag und dann ist nichts. Wir hatten zum Beispiel einen Maskenbildner, wir hatten eine richtig komplizierte Szene, 2,5 Minuten mit allen möglichen Requisiten und Gehen und die Kamera fuhr und Licht, das war alles unglaublich kompliziert. Und dann haben wir das zu Ende gedreht, waren froh, dass es rum war und dann lag ein Q-Tip auf dem Schreibtisch. Von ihm. Und dann kam er und sagte, nahm es weg und ging. Ich hätte ihn erwürgen können. Ja. Nicht Entschuldigung, nichts. Ja, toll. Und geht man danach nicht noch mal hin? Und sagt dann, das, bei dem war das ach so, sinnlos. War Hopfen sinnlos. Und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren, das geht dann schon. Du siehst so verständnisvoll aus. Guck mal, das ist so witzig. Dabei ist Rudi heute am Tisch der Verständnisvollste. Und da hätte man jetzt eher gesagt... Der sieht aus wie ein Gangster eigentlich. Ja, ja, Gangster-Rapper. Ja, ein bisschen, ne? Aber in seine Gang würde ich eintreten, also ja, jedenfalls. Ja, Walter, bist du always welcome. Siehst halt so verständnisvoll aus und dann steht aber noch mehr. Ach so, heulen sich Frauen oft bei dir aus? Nee, aber das war früher das Problem. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, da war ich in der Oberprima, hieß das damals, in der 13. Und da gab so Mädchen, wo ich dachte, mit denen möchte ich auch mal spazieren gehen. Stattdessen, ich war damals Schulsprecher, kamen die zu mir in mein Zimmer und sagten, der Gerhard behandelt mich so schlecht. Ja. Und ich hatte sie auf dem Schoß und sie weinten. Und dann gingen sie raus und gingen wieder mit dem in den Wald. Und ich dachte so, sind die bescheuert? So sind wir Frauen halt unberechenbar. Und undankbar vor allen Dingen auch. Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Walti. Also Walti kenne ich, aber Walti ist neu. Walti ist schön, weil du ja selber sagst, wenn du Englisch sprichst, wirst du zu einem anderen Menschen. I'm a fucking American, yeah, I know. You are because you're born in America. Boom, in the USA. I'm not from Texas, I'm from Chicago. I know, but hast du es noch drin? Nicht so wie ein richtiger Amerikaner, da müsste ich ein halbes Jahr da sein. Aber es ist ganz merkwürdig, weil ich komme nach Amerika und denke, irgendwie kenne ich mich hier aus. Ich kenne mich nicht aus, weil ich nicht da lebe. Aber dieses Gefühl habe ich und das ist ganz schön. Ein bisschen Schizo, ne? Aber auch ganz schön. Oh. Ein bisschen Schizo. Hast du in einer Bettszene schon mal Lust auf mehr bekommen? Nein, nie. Weil es ist Arbeit und es ist meistens sehr heiter, weil man sagt, so, wie macht man das denn? Wenn du da rüber gehst, dann gehe ich mit meiner Hand über deinen Po und dann schauen wir, dass der Busen nicht sichtbar wird und dann rolle ich dich darüber, dann gehe ich über die... So ist das. Und man das lacht ganz man viel. Aber vorher, ne? Ja klar, damit es gut ausschaut. Musst du gut ausschauen. Ah. Es ist sehr heiter. Es tut mir so leid, dass die Zeit schon wieder um ist, weil wir wollen ja unbedingt noch diesen ganz, ganz tollen Song von euch hören. Ja, in Trance. Ich sage immer in Trance, aber ihr sagt beides sagen. Englisch in Trance. Ja. Und wir haben natürlich einen Special Guest, nicht nur die Band schon wieder wie von Zauberhand hinter uns aufgebaut, sondern Special Guest dabei. Und ich sage seit Jahren nichts anderes, als dass sie die beste Sängerin nicht nur Deutschlands, Europas, sondern weltweit ist. Begrüßt Käthe! Gehalten und gewartet, bis wir hier soweit sind. Es gibt einen ganz, ganz tollen Song. Auch den habt ihr in Athen gespielt für MTV. Das hören wir jetzt hier nochmal. Guck mal, ich quetsche mich hier noch vorbei mit meinen 47 Kilo. Und dann so. Ich freue mich ganz doll, Jungs. Wir sind betrunken, lehnen uns zurück und hören jetzt dieses wunderschöne Lied an. In Trance. 3, 4, Viertel nach
Wie geht das? Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dankeschön, vielen Dank. To me. Yes, thank you. To me.